Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Computer Heroes 3. Wir gehen in die nächste Runde und dann werden wir in allen Fronten weiterkämpfen. Breaking news. The Panzer Brigade is headed your way as we speak. Surrender now and the Germans will give you the respect you deserve. Okay. Wär's mit nö. Einfach nö. Oh, der geht voll in den Nahkampf. Und da will einer in Salerno kämpfen. Na, wenn er möchte, dann kriegt er den Kampf natürlich auch, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass er tatsächlich Salerno angreift, aber hey, versuchen kann das ja. All right, men. We may be on the defense, but that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Mit Langstreckengewehr mit Zielfernrohr, erhöhte Sichtlinie. Medical station, ready to receive the wounded. Ich mach mal noch einen Pfadfindertrupp. Und ein Snipper. Tja. Target secure. You men. All right. Let's move. You men. Got orders, boys. Follow me. You name it. Chapter complete, sir. Waiting on you. Einfach rein, ne? We have Pathfinders awaiting orders. Pathfinders? Was ist hier jetzt? Das sind so Ausrufezeichen. Wofür? Was gibt's da? Ist da was Besonderes? Ist da was Tolles? Area is ours. Browning automatic rifles requested. Sniper reported. Es ist nur ein einzelner. Oh, danke. Ich hasse es, wenn mich die Sniper immer so in Zweiergruppen sind. Übelst viel Schwachsinn eigentlich machen und nur einer schießt. Wie teuer sind die? Trotzdem 6 Bevölkerungszimmer. Na, finde ich schwach. Die sind halt so teuer eigentlich, Scharfschützen. Da lohnt sich eigentlich gefühlt nicht. We'll be in trouble if the Germans bring in their armor. We need to capture an enemy anti-tank gun to help our defenses. Come on, let's get this show on the road. Und lass mich raten, dafür sind diese beiden Ausrufezeichen. Ist nur so ein Gefühl. Kannst du das treffen? Kannst du... Flup! Donk! Shoot back! Ich bin mir nie sicher, ob das jetzt die Deutschen oder die Amis sind, die da sprechen. Tja, hätten die mal die Voice-Overs richtig gemacht hier, ne? Dann müssen die wissen. Sektor lost. No contact. Stay alert. Okay, hier ist einfach ein... On our way, sir. Nichts. Okay. Müssen die wissen. Wir machen auf jeden Fall schon mal Mörsetrupp, sag ich schon. Raketentrupp-Dings da, ne? Und Grenade! Triffst du? Oder weichen die aus? Ja, ist ein guter Hit auf jeden Fall gewesen. Okay, kurz ein Sticky Bomb dahin. Dann ein Nate rein. Und ab ins Haus. Geht das? Bazooka-Trupp, geht bitte da hoch. Einen weiteren Schützentrupp bitte. Hier oben sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Gut. Du gehst bitte zurück. Du holst dir den Punkt. Munition. Danke. Commander, we're losing territory. We're losing territory. Naja. Enemy activity near our munitions point. War da gerade ein Scharfschütze irgendwo hier gerade schon? Gut, Junge. Zerstört. Okay, da bitte verstecken.
The enemy is stealing our munitions point. Passt schon. Ja, die müssen sich ganz kurz ganz nach Hause begeben. Der Schützentrupp geht bitte nach hier oben hin. Der ist noch dahin. So, ihr geht bitte hier zusammen hin. Du dahin. Du da an die Wand. Nee, da an die Wand ist schon okay. Und ihr geht bitte da ganz oben hin. Die Punkte erobern. Du machst jetzt bitte das Ding mit den Fahrzeugen. Dann machen wir gleich mit Chefi-Panzer. Sollte passen. Nate rein. Kannst du da was hinwerfen, theoretisch? Bringt das irgendwas, auch wenn es für Gegenstände sind? Klappt das trotzdem? Nicht wirklich. Okay, ich dachte. Ansonsten kurz verpissen, passt schon. Klappt das trotzdem? Ne, jetzt zu spät, oder? Wobei, vielleicht. Also zumindest die gekillt. Na, immerhin. Sind wir ehrlich, jetzt wird das sich gelohnt. So, kurz aber nach vorne laufen. Passt. Ach, wir haben nur den Greyhound, kein Chefi. Ja, nach ist auch egal. Passt trotzdem. Machen wir ein. Genau. Ihr geht in die Mitte. Okay. Die werden sich da aufbauen, oder? Nein, wir die nicht. Was tun die? Wo will er hin? Ist der dumm? Okay. Ich habe keinen Plan, was er machen möchte. Aber finde ich gut. Kurz den Granatenschuss hin. Gut. Bonk. Sehr schöner Hit. Sehr, sehr guter Schuss. Nate, direkt daneben hinwerfen. Das geht aber nicht. So, ihr könnt auf jeden Fall schon mal... Geht das was in der Hütte? Warum nicht? Schwierig. Aber der kann sich auf jeden Fall dahin stellen gleich. Ist gar kein Problem. Und der kommt auch bitte hin. Say the word, sir. Mach's gut. So, ihr geht weiter nach vorne. Ihr habt mich echt gut was da geleistet. Ihr habt zwei Trupps alleine besiegt. Das war sehr schön. Schützentrupp. So, und auf geht's. Jetzt ist MG oben drauf und ab dafür. Er trifft die nicht. Steht 3 Meter davor. Macht Sinn. Nein, nicht ihn töten. Der war so gut. Bitte bringt ihn nicht um. Tu es nicht. So. Du gehst auch mit da oben hin. Wenn du vollgeheilt bist, gehst du bitte nach rechts. Wenn die nicht alle so teuer wären, dann würde ich das auch machen, öfter mal hier. Naja. Oh, shit. Nee, du kannst ruhig da stehen bleiben, aber... Oh, shit. Da drauf. Jo, genau. Spinnst du? Muss ich leider sehen. Aber vielleicht habe ich ja die Möglichkeit. Ich habe gerade meinen Scout weggeschickt, ne? Na, ist egal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit dem Pfadfinder dahin zu gehen und da,
Da wird mir ein Rest tut, da hinzugehen, nachdem ich gespielt habe. Aber ging der denn nicht so gut jetzt, weil ich den fliehen lassen habe. Gut laufen. Alter, der Besucherzug kassiert voll, wenn es keine Fahrzeuge sind, ne? Übel. Ja, der getting cocky. Komm, wir holen uns mal Fallschwieriger. Da oben hin. So, da rein bitte. Dahin bitte. Die landen da ganz entspannt. Sehr schön. Nate reinwerfen. Kannst du bitte trotzdem, Dings? Da ist ein verkackter Bunker, man. Ich könnte ausrasten. Hauptquartiersektoren dürfen nicht anvisiert werden. Aber der darf das, weißt du? Er macht voll Sinn. Na gut. Ist ja egal. Besuche-Team. Schaffst du? Ja, ne? So, der müsste gleich im Arsch sein. So ein Ding ist das. Hm. Ungünstig. Packt das schon. Dahinter haben wir den linken Punkt auf jeden Fall schon mal abgesichert. Den habt ihr endlich. Sehr schön. Bitte oben hinwerfen. Und bitte lasst ihn nicht abhauen. Bitte eh, aber versuch es wert. Ja, schade. Okay, wir fliehen doch mal ganz kurz da. Ansonsten sieht gut aus da, ne? The calling us in, fellas. Dahinter? Warte, geöffnet dahinter und direkt eine Gewehrgranate rein. Plupp. Putzinger, oh, wunderschön. Alright, men, we've got him surrounded. Now we just gotta stand our ground until their morale breaks. Schön. Der kriegt komplett auf die Fresse. Sehr gut. We're going in. Müssten wir aber eigentlich ganz gut halten können. Der Punkt da oben ist vielleicht ein bisschen kompliziert zugegebenerweise. Aber geht schon. Und Schuss. Er läuft sogar genau rein. Oh, wie edel. So, da bitte hin. Und der Besuchertrupp bitte dahin. Ihr geht bitte hier hinter. Wobei, ihr könnt dahinter gehen, weil die anderen kommen gerade schon da. Holy shit. Was geht hier ab? Okay, ansonsten würde ich sagen, Angriffsflug, auf geht's. Ruin to Jerry's Day, going to ruin Jerry's Day. Sehr gut. Die verpissen sich bitte nochmal. Ihr ersetzt den Punkt. Die Riflemen gehen bitte hier hin. Alright, men. Mission accomplished. Let's get out of here. Schön, haben wir. Geht eigentlich. Also, ich muss echt zugeben, jetzt nach so einigen Folgen. Die KI auf Experte ist eigentlich gar nicht so krass. Hätte ich irgendwie mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wird jetzt richtig schön Abfuck. Aber finde ich gut. Muss ja nicht unfair und overpowered sein. So finde ich es schon okay. Ja, schön. Ich muss zugeben, die Pfadfinder-Trupps finde ich schon fast besser als die Schützentrupps, ehrlich gesagt. Allein schon wieder eine Gewehrgranate. Die ist echt geil. Weil die halt nicht diesen komischen Kack-Timer hat, sondern instant hittet und die Gegner halt nicht so easy ausweichen können. Was bei echten Spielern nicht ganz so relevant wäre, weil die ja eh nicht mal hingucken. Aber bei KIs, die halt immer sofort drauf reagieren und triffst halt die Nates nie. Du kannst ihn zwar quasi rauslocken oder wegscheuchen, aber... Ja, lohnt sich nicht, ne? Weiß ich nicht.
Mission abgeschlossen. Danke. Putz. Ich hau ab. Okay, er schießt. What the fuck war das, Junge? Und das nächste Kampf. Eigentlich habe ich gesagt, einen Kampf pro Folge. Das würde ich auch gerne beibehalten, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich jetzt hier einfach, dumm gelaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.